Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wundert euch nicht, dass meine Haarfarbe in dem Video anders ist. Der Vlog ist nämlich entstanden in der Woche, als ich meine 5 Uhr morgens Challenge gemacht habe. Das ist der letzte Tag der Challenge gewesen. Ich habe euch ja in dem Video schon angekündigt, dass ein einzelner Vlog dazu noch kommen wird. Das andere Video war einfach viel zu lang sonst. Schaut auf jeden Fall bei der 5 Uhr morgens Challenge vorbei, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Hi, ich mache jetzt erstmal meine Skincare. Ich habe es mir in meinem Zimmer dann ein bisschen gemütlich gemacht, indem ich dann zum Beispiel meine Duftkerzen angezündet habe. Ich liebe Duftkerzen über alles, die sind so gemütlich. Und dann habe ich mich auch schon hingesetzt mit meinem 5-Minute-Journal. Das habe ich mir ja letztens gekauft auf Amazon. Und da schreibe ich jetzt auch jeden Morgen fleißig rein. Danach habe ich mich auch schon für den Tag fertig gemacht und ich habe erstmal meine Haare gekämmt und normalerweise sieht es nicht so aus und da waren meine Haare voll schön an dem Tag, weil ich halt am Tag davor beim Friseur war und die ja gefärbt habe. Ich liebe es einfach, wenn meine Haare morgens schon gut aussehen und ich sie nicht irgendwie stylen muss. Ich mag das Gefühl einfach voll gerne. Ich bin jetzt fertig und ich werde mich jetzt hinsetzen und mein YouTube-Video für heute planen und einfach so mein Skript schreiben. Das wird tatsächlich auch ein Video werden, wie man am besten mit YouTube und so anfängt. Haben sich viele gewünscht und ich schreibe jetzt einfach mal alle meine Ideen und Tipps auf, die ich dann in dem Video natürlich auch weitergeben will, damit das Video ein bisschen strukturiert ist. Es ist jetzt gleich um 7, also ich saß jetzt doch schon wirklich lange dran. Es dauert auch noch ein bisschen, ich mache jetzt eine kurze Frühstückspause. Vielleicht gehe ich eine Runde spazieren und dann geht es weiter. Als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich eigentlich nie gefrühstückt, aber das war eigentlich voll schlecht für meinen Körper und ich habe gemerkt, so als ich angefangen habe, so mir immer kleinere Portionen zu machen und so und die zu essen und habe mich dann immer so ein bisschen gesteigert. Es hat mir einfach viel mehr Kraft und Energie für den Tag gegeben. Deswegen frühstücke ich auch jetzt jeden Tag mittlerweile. Ich habe mir zum Frühstück jetzt meinen Kaffee gemacht und dazu habe ich Porridge gemacht und es sieht so schön aus. Das ist das erste Mal, dass ich Porridge gemacht habe, so richtig. Einmal habe ich es versucht und verkackt und es hat nicht gut geschmeckt und jetzt probieren wir. Sehr lecker. Ich bin jetzt wieder oben, ich werde jetzt frühstücken. So gut. So, ich ziehe mich jetzt an, um spazieren zu gehen, weil die Sonne ist nämlich gerade so ein bisschen aufgegangen. Es ist zwar sehr bewölkt, aber es schneit einfach und es ist so schön. All white ist heute, passend zum Schnee.
Ich habe den Schnee auch gleich ein bisschen genutzt, um neue Insta-Bilder zu machen und auch ein paar Videos für TikTok. Ich war jetzt ein bisschen im Garten und habe ein paar Videos gemacht und war einfach so ein bisschen draußen, um wach zu werden. Es hat funktioniert, aber meine Hände sind jetzt eiskalt, weil ich ja beim Filmen und wenn ich halt immer wieder das Handy anmachen muss, kann ich keinen Handschuh anziehen. Und dann muss ich sie halt immer wieder an- und ausziehen. Ich wärme mich jetzt ganz kurz auf und danach mache ich noch ein bisschen was für mein YouTube-Video und für mein Studium. Ich habe jetzt meine Jeans noch ausgezogen, weil ich kann zu Hause keine Jeans anziehen. Deswegen habe ich mir jetzt einfach so eine kurze Hose drunter gezogen, weil ich lege mich jetzt nämlich eh ins Bett. Und ich werde arbeiten an meinem MacBook. Aktuelle Uhrzeit ist übrigens 9.14 Uhr. Und schaut euch bitte mal meine coolen Socken an. Ich habe einfach Sushi-Socken. Die sind super, super toll. Um 5 Uhr hat mein Wecker geklingelt. Um 5 Uhr hat mein Wecker geklingelt. Zweiter Tag. Um 5 Uhr hat mein Wecker geklingelt. Denn es war der nächste Tag vor meiner 5 Uhr. Denn es war ein neuer Tag vor meiner 5 Uhr. Denn es war ein neuer Tag von meiner Challenge, dass ich jeden Tag um 5 Uhr aufstehe. Ich habe dann erstmal ein bisschen Yoga gemacht und ein Workout. Mir geht's gut. Ich habe gerade noch ein paar Vlogs geschnitten für TikTok, weil das habe ich die letzten Tage irgendwie vergessen. Und jetzt habe ich gerade Voice-Over aufgenommen und die werden dann alle heute online kommen. Folgt mir gerne auf TikTok für Daily Vlogs und ein bisschen Motivation und so. Wenn das Video online ist, dann habt ihr es vielleicht eh schon gesehen, aber ich habe mein Profilbild mal geändert und ich habe einen neuen Banner gemacht für YouTube. Mir hat das alte gar nicht mehr gefallen. Hier steht jetzt auch einmal, was ich alles so mache und wann meine Videos online kommen. Das ist übrigens jeden Mittwoch 15 Uhr und manchmal am Sonntag um 12 Uhr, je nachdem wie ich es schaffe. Jetzt mache ich mir noch schnell einen Snack und dann setze ich mich ans Lernen. Der ist unglaublich lecker. Boah, richtig lecker. Ich hoffe, mein Vlog hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ich würde mich unglaublich doll freuen. Ich freue mich über jede Unterstützung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald!